Seit unserem Streit wegen Isaacs Unterhalt habe ich nicht mehr mit Joe geredet. Das Jugendamt entscheidet jetzt, wie viel er zahlen muss. Hey, Mom. Hi, Mark. Hallo. Ich weiß, dass Joe sehr wütend ist, darum bitte ich ein paar alte Freunde um Rat. Was würdet ihr tun, wenn ihr an Joes Stelle wärt? Man hat die Wahl. Ja. Oder? Aber ich bin darauf angewiesen. Warum hast du so lange gewartet? Erst habe ich bei meiner Mom gewohnt und das ging irgendwie. Aber jetzt reicht es nicht mehr. Und ich finde, dass Isaac das Geld zusteht. Joe denkt, ich mache das aus Boshaftigkeit. Aber wenn ich ihn frage, ob er mir einfach so Geld für Isaac gibt, sagt er immer nur, dass jeder jeweils die Hälfte zahlt. Aber das ist unfair. Er arbeitet Vollzeit. Du hast so lange gewartet. Genau. Es ist wie Achterbahnfahren. Mal verstehen Joe und ich uns gut und mal streiten wir uns wegen irgendeiner Kleinigkeit. Meinst du, Joe ist klar, was du durchmachst und wie schwer du es hast? Ich glaube schon, aber er findet, das ist mein Problem. Ich bin alleinerziehend und habe nie was anderes behauptet. Aber seinem Sohn ist er das trotzdem schuldig. Vielleicht müsst ihr euch nur mal in Ruhe unterhalten. Das kriegen wir nicht hin. Versuch's doch einfach. Keiner schlägt sich gern mit dem Ex rum, aber dir bleibt nichts anderes übrig. Mir ist klar, dass wir uns vertragen müssen. Aber Joe sieht das sicher anders. Alles klar? Was geht? Nicht viel. Aber ich bin sauer. Wieso? Kaylin hat Unterhalt beantragt. Echt? Wir hatten da mal drüber geredet und uns auf was anderes geeinigt. Das hätte überhaupt nicht sein müssen. Ich habe ihr Geld gegeben oder was sie sonst brauchte. Windeln oder so. Übel. Ja, Mann. Ich finde das einfach unfair. Sie wird sich zurücklehnen und nur noch von meinem Unterhalt und vom Staat leben. Sie arbeitet Teilzeit für $8 die Stunde und braucht auch gar keinen anderen Job, weil ihr Ex ja arbeitet. Das ist so egoistisch. Sie sagt, sie mag ihre Kollegen. Sie meint den einen Kollegen? Keine Ahnung. Aber wenn ich Unterhalt zahlen muss, schätze ich, dass ein Viertel bis die Hälfte meines Gehalts dafür draufgehen wird. Dabei könnte ich das Geld in meine Musikkarriere stecken. Sie denkt, ich hab's leicht, aber das stimmt überhaupt nicht. Im Grunde verarscht sie mich. Sie denkt anscheinend nur daran, dass sie jeden Monat einen Scheck kriegt. Genau. Vergiss sie und zieh dein Ding durch. Ich muss mir überlegen, wie es weitergeht. Ja. So wie sie sich gerade benimmt, scheinst du ihr wirklich egal zu sein. Ja. Heute habe ich einen Brief bekommen, in dem steht, wie viel Unterhalt Joe zahlen muss. Er hat den Brief sicher auch bekommen und ist bestimmt total genervt. Hi. Hi. Was ist das? Ein Brief vom Jugendamt wegen Isaacs Unterhalt. Was muss Joe zahlen? $489 im Monat. Und rückwirkend auch nochmal $89 monatlich. Das ist viel. Was wird er dazu sagen? Es wird ihn ankotzen. Aber ich muss auch Rechnungen bezahlen. Es ist Isaac und mir gegenüber nur fair, dass er uns unter die Arme greift. Das ist nachvollziehbar. Das muss er einsehen. Ändern kann er es eh nicht. Trotzdem solltet ihr mal in Ruhe darüber reden und euch über die ganze Sache offen und ehrlich aussprechen. Ja. Dylan und Mark haben auch gesagt, dass ich ihn anrufen soll. Es ist das Beste für euch drei, wenn du dich halbwegs mit Joe verträgst. Das ist aber nicht so einfach. Es ist schwierig, die Verantwortung eines Erwachsenen zu übernehmen, wenn man sich mit Teenager-Gehabe rumschlagen muss. Versuch's, dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Na gut, dann rufe ich ihn eben an. Hey, Joe. Hi.
Wollen wir uns mal zusammensetzen? Von mir aus? Okay. Wollen wir uns dann bei dir treffen oder willst du irgendwo was essen gehen? Lass uns Sonntag essen gehen. Ich bringe Isaac mit. Okay, bis Sonntag. Tschüss. Tschüss. Joe und ich müssen vernünftig miteinander reden, aber bis jetzt haben wir das nicht besonders gut hinbekommen. Ich treffe Joe, um über Isaacs Unterhalt zu reden, und ich bin echt nervös. Hoffentlich können wir uns zusammenreißen. Hi. Hallo, Stinkerchen. Hi. Hi. I miss you. Du hast mir gefehlt. Baby. Hi, my Hi, Stinkerchen. Hallo. Hi. Wie geht's? Hi, mein Stinky. Na du? Krieg ich einen Kuss? Ja, ignoriere mich nur. Entschuldigung. Zick nicht rum. Was? Hör einfach auf. Ich zicke nicht. Hat er schon gebadet? Ja, hat er. Rein mit den Füßen? Super. Ich habe Unterhalt beantragt. Ich habe den Brief bekommen. Was sagst du? Ich finde es nicht gut, aber was soll ich machen? Ich finde es nur zu viel. Ich soll jeden Monat $470 blechen. Das ist fast die Hälfte meines Gehalts. Wenn du das nicht zahlen könntest, wäre es weniger. Sie hatten ja unsere Lohnabrechnung. Ich arbeite seit seiner Geburt nur Teilzeit. Wenn wir immer noch zusammen wären, würdest du auch genau diesen Anteil bezahlen. Und ich müsste meinen Anteil zahlen. Ich bin am College und kriege keine finanzielle Unterstützung. Darum ist es so viel. Aber wir sind nicht zusammen. Und deshalb sehe ich nicht ein, wieso ich mehr zahlen soll. Wären wir zusammen, wäre es dasselbe. Lass mich ausreden. Wir sind aber nicht zusammen. Also warum soll ich mehr zahlen als du, wenn wir nicht zusammen sind? Weil du mehr zahlen würdest, wenn wir es wären. Oh Mann. Du würdest genau das zahlen. Und darum zahlst du es jetzt auch. Das ist nicht gerecht. Die Gesetze gibt's doch nicht ohne Grund. Ich habe einfach ein Problem mit der Höhe. Es wäre blöd von mir, keinen Widerspruch einzulegen und nicht zu versuchen, niedriger eingestuft zu werden. Was heißt das? Du würdest an meiner Stelle bei jedem Betrag versuchen, Widerspruch einzulegen und den Betrag zu senken. Nein, würde ich nicht. Klar würdest du. Ich sehe das so. Du würdest Widerspruch einlegen. Du musst doch nur die Raten fürs Auto und die Handyrechnung bezahlen. Oder was noch? Oh Mann. Ich bin einfach nur neugierig. Das geht dich aber nichts an. Doch, klar. Nein. Wieso kannst du es dir nicht leisten, wenn du Vollzeit arbeitest und zu Hause wohnst? Das geht dich nichts an. Okay. Das hat rein gar nichts mit dir zu tun. Glaub mir einfach. Ach, halt die Klappe. Selber, hör auf zu zicken. Mach ich nicht. Das war respektlos. Ich kann es nicht mehr hören. Vergiss es. Wenn wir uns schon streiten, dann vor Gericht. Okay. Wir werden sehen, was passiert. So many steps, so few miles to miss you. Strange how you just